So, hier geben wir auch nochmal 200, dass die hier was kaputt machen. Und er ist einfach weiter am Berserken. Nee, jetzt hat er, jetzt flieht er in Terror, wahrscheinlich weil drei Elfen auf einmal auf ihn losgegangen sind. So, ein Warrior ist ja relativ stark, aber nicht unbesiegbar. Apropos Warrior, ach, ich wollte ja erstmal warten, bis ich meine Burg ausbessern kann. 2800. Das wird noch ein wenig dauern. Du Tax Collector, wie sieht's denn eigentlich aus? Habe ich eigentlich gar keinen Marktplatz? Ich hab doch einen Marktplatz gebaut, oder? Ja. Der schon Level 2 hat. Warum kommt denn da so wenig Geld mehr rum? Das ärgert mich ein bisschen. Da kriegt man jetzt... Das ist halt auch so eine Sache, die ich dem Spiel nicht übel nehme, weil das halt das ist, was dem Spieler am meisten wehtut. Da ist jetzt diese blöde Einheit, die an allen meinen Gebäuden vorbeiläuft, vom Gegner, nur um wirklich gezielt mitten in meiner Basis den Tax Collector umzubringen. So ist das Spiel halt. Das gehört quasi dazu, würde ich jetzt einfach mal sagen. Kann man sich drüber ärgern? Habe ich mich schon tausendfach drüber geärgert, auf jeden Fall. Bin schon ein bisschen, ich weiß, früher zu seiner Zeit, als ich das Spiel das erste Mal gespielt habe, gerade in den höchst höheren Missionen, wo dann irgendwie töte eine Million Gegner in ganz, ganz kurzer Zeit und hab dabei noch 100.000 auf dem Konto oder so. Sowas gibt's halt auch. Weiß ich halt, ja, dass das einen schon sehr ärgern kann, wenn man quasi auf die nächste Geldlieferung vom Tax Collector wartet und irgendwie drei gegnerische Einheiten nichts Besseres zu tun haben, als plötzlich da rumzurennen und gezielt diesen Kerl auszuschalten. Und dann sitzt man vorm Bildschirm und denkt sich so, ey, Leute. Und zack, wieder der Tax Collector. Ich habe keine Ahnung, was hier gerade läuft, warum vier Elfen in meiner Basis sein können. Und alle meine Helden sind hier oben. Ihr seht das. Diese blauen Punkte auf der Karte. Sehr, sehr ärgerlich. Da ist gerade wieder einer gestorben. Und das Lustige ist, die Elfen laufen gerade in meine Diebesgilde, um sich dort einzudecken mit vergifteten Pfeilspitzen. Das ist kein Witz. Also die kommen quasi in meine Basis, um sich da Upgrades zu holen. Und das ist ja schon ein bisschen sehr dreist. Aber auch das ist Teil des Spiels. Solange die nicht angegriffen werden und sich hier frei bewegen können, machen die das. Überhaupt kein Thema. So, da ist schon wieder die nächste ignorierte Elfe, die scheinbar niemand angreifen möchte. Das ist nur ein Untoter, der tut mir nichts. So, die ist vergiftet worden. Sehr schön, ist dadurch gestorben. Und auch hier. Die könnt ihr auch mal niedermähen, alle so. Schön, dass die Wanderer jetzt wenigstens mal ein bisschen intelligenter sind und nicht so ganz so weit weglaufen. Was? No, ich will das da wegmachen. Tschüss. Tax Collector. So, jetzt hast du 1000 im Säckel. Sieh zu, dass du in die Burg rennst. Da ist nämlich schon wieder die nächste Ratte. Ihr merkt, was ich meine. Ihr merkt wirklich, was ich meine, oder? Aber er hat's geschafft. Zack, 1500. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Können wir wieder extorten hier. Und da ist wieder ein Gnom von mir gestorben. Ein armer kleiner Gnom, der niemandem was getan hat. Weil ich von Rattenkönigen angegriffen werde. Weil ich diesen Eingang nicht gesehen habe. Und ich bin ja eigentlich ganz froh, dass dieser Gnom überhaupt mir hilft. Und wirklich kämpft. Obwohl er eigentlich... Ich kann ja mal gucken hier. Ich krieg's gerade nicht angezeigt. Doch, No Armor. Unten seht ihr es in der Linksleiste. Und Cheap Iron Dagger. Ein günstiger Eisendolch. Und jetzt hat sie ihn auch erwischt. Der arme kleine Gnome. Der wahrscheinlich nur geholfen hat, weil sein Haus in Gefahr war. Oder seine Heimat. Man weiß es nicht. Welcome to Nowhere, Will. So, wo seid ihr ganzen Nasssacke denn jetzt schon wieder hin? Macht mir hier alles platt. Hört mir auf, in der Wildnis rumzurennen und seht zu, dass ihr hier ein paar Leute umbringt. Ja, und da ist jetzt schon wieder ein Graveyard, weil ich schon wieder so viele Leute verloren habe. Naja. Können wir mal gucken, was bringt der eigentlich? May not be attacked. May release zombies and skeletons to haunt your town. Ja. Ja, ja, ja. Also ein Negativgebäude. Da lässt sich nichts mehr dran drehen. Da werde ich jetzt viel, viel Spaß mit haben.
schon wieder einer gestorben. Ja, was will man machen bei drei Elfen, die auf einen losstürmen? Das ist echt scheiße, das ist echt mies, ne? Aber, boah, Leute, ich bin mir nicht ganz sicher, dass ich das in 30 Tagen schaffe. Und vor allem weiß ich nicht, wie man die Mission schaffen soll, ohne die kaputt zu machen, ganz im Ernst. Weil die gehen ja mir so penetrant auf den Sack, wenn man sich das hier mal anschaut. Wie will man da irgendwie gegenhalten? Die sind schnell, die schießen aus der Distanz. Da ist gerade ein Warrior gefallen. Gut, der war nur irgendwie Level 1. Leute, ach Mensch. Er ist auf dem Weg zu dem Vieh und dreht um. Oh, toll, die kriegen einen Schlag und laufen fort. Sauerei. Das ist alles eine sehr große Sauerei. Bin absolut nicht zufrieden. Ich könnte ja mal Guardhouses bauen. Einfach mal so. Aus Spaß. Ich weiß, das brauchst du mir nicht erzählen, dass meine Schatzkammer fast leer ist. Das habe ich auch schon mitbekommen. So, Level 4 Archer gegen einen Level 2 Elf. Eigentlich keine Frage. Zack. So, und von den drei Leuten, die eben noch hier waren, fliehen in Terror einfach zwei und dann hat er keine Chance eigentlich. Einen Trank hat er noch, hat ihn erwischt. Mit einem Trank im Inventar noch, ne? Ja, einen Trank hat er noch gehabt, war noch nicht schnell genug. Was will ich machen? Was will ich machen? Ich stehe davor. Und bin ich schnell genug, scheinbar. Oder, ja, wie gesagt, hab mich wahrscheinlich ein bisschen der Misswirtschaft hingegeben. Kann gar nicht so schnell nachrekrutieren, wie hier alle umfallen. Da, ach so, ich hab 4 Gold, ups. Vielleicht können wir das einfach mal abbrechen. Ja, das heißt, nee, dann, wenn ich das nicht zurückbekomme, ja, aber wir können einfach hier mal auch dann ein bisschen mehr geben. Oh je, guckt euch das an. Guckt euch das an. 1, 2, 3, 4, 5. Oh je. Und die leveln ja auch hoch, ne? Das sind ja auch Helden. Die werden ja auch immer stärker. Das heißt, mit jedem City Guard, mit jedem Peasant, mit allem, was die umbringen, kriegen die ja auch mehr HP. Und daher auch für mich mehr Potenzial. Ich verstehe. Oh, Alter. Traveling to distant lands. Aber warum? Vielleicht dreht er um und sagt going home. Ohne jeden Grund. Schauen uns das mal an. Um herauszufinden, was du tust. Und ob das Sinn macht. Hä? Hat er gerade die Karte verlassen? Ich wusste gar nicht, dass das geht. Schwein. Schwein? Was ist hier los? Das war mir echt nicht bewusst, dass das funktioniert. Naja. Da ist ein Troll. Der ist dumm. Veteran. Stadtwache mal holen. Da ist wieder so ein Rattenkönig. Der nichts Besseres zu tun hat, als mir auf den Senkel zu gehen. Ach ja. Da können wir noch lange kein Upgrade machen. Leave my gold alone macht's in meinen Ohren. Das heißt, ich kann wieder einen neuen Rogue holen. Und das ist halt auch so ein bisschen eine Todesspirale, nicht wahr? Wenn man jetzt sich Helden gegenübersteht, die langsam Level 5, Level 6, Level 7 haben und man selbst muss immer wieder Level 1 Helden anheuern. Das ist natürlich alles andere als schön. Weil, was will man machen? So, ich glaube, der schießt sogar weiter, als dass mein Abwehrtower schießen kann. Das ist ja auch super. Also der kann sich gar nicht, das Guardhaus kann sich gar nicht wehren, es kommt gar nicht bis zu ihm. Schlecht. Sehr, sehr schlecht. Und es sind nur noch 12 Tage, ich glaube eigentlich nicht, dass wir das schaffen werden. Macht man nix. Macht man nix, aber ich habe euch auf jeden Fall das Spiel mal gezeigt. Und, ja, bin eigentlich ganz glücklich damit. Und wenn von 10.000 Leuten, die dieses Video mit Sicherheit schauen werden. Wenn von den 10.000ern, die dieses Video schauen, zwei Leute sagen, das sieht so nett aus und so schön, ich glaube, ich hole mir das auch. Ja, dann habe ich doch persönlich alles erreicht, was ich eigentlich hätte erreichen wollen. Ich habe euch was Schönes gezeigt, was euch eventuell Spaß macht. Und
kann mit gutem Gewissen einschlafen. Oder so ähnlich. Könnte auch eigentlich mal... was. Tempel des Fervus könnte ich mal bauen. Das sind... ah nee, ich will aber die Krypta haben. Das sind diese Magier. Die sterben zwar auch, wie die fliegen. Aber das sind die, mit denen die Tode wiederbeleben können. So ein Quatsch. So. Nee, Teleportation Ring hole ich mir jetzt mal nicht. Obwohl das sicherlich auch sehr von Vorteil wäre. Alter. Die sind so schlimm. Guckt euch das an. Die kommen und gehen. Und töten meine Leute. Das ist ein Kommen und Gehen hier. Ich kann ja mal hier einen Blacksmith ausbauen. Hier wird gebaut, meine Gnomlinge. Vielleicht waren auch die Gnomlinge nicht so wirklich die intelligenteste Wahl. Wie gesagt, Kampfeinheiten sind es nicht. So, nehmen wir mal eine Pristress. Sister Soul Stealer. Die Schwester Seelenstehler. Sehr gut, sehr schöner Name. Da ist er. Ja, und schon ist sie wieder weg. Da ist ihr Skelett. Ach, wunderbar. Es läuft jetzt hier rum und beschützt alles ein bisschen. Ist auch ganz nett. Die sind zwar unglaublich langsam. Aber hey, wer bin ich? Animated Bones kann ich jetzt casten. So, jetzt ist die Guild, glaube ich, schon voll. Dürften dann 4 sein. Genau. Perfekto. Nochmal 4 Helden mehr. Heldenpflicht. Vielleicht wären schnelle Helden auch intelligenter gewesen. So, jetzt macht das Ding kaputt. Reicht jetzt. Wenn ihr schon zu dritt hier steht, würde ich keinen sehen, der jetzt hier irgendwie anfängt zu fliehen. Macht euch nicht lächerlich. Ach, er lässt sich gleich wieder. Fliehen in Terror. Ach, Alter, nimm doch einfach einen Trank und ist gut. Fliegen in Terror, ihr seid zu dritt, das ist ein Elf. Was ist denn los mit euch? Ich verstehe es nicht. Manchmal ist das Spiel sehr, 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 sehr merkwürdig. Fliegen in Terror, braucht ihr ein Kopfgeld auf den Typ, damit ihr irgendwie Bock habt, den alle zu machen, oder wie ist das? Weiß ja nicht. Vielleicht habt ihr da... Katsching, hat's gemacht. Mal wieder ein bisschen nachkaufen. Sind hier schon wieder Leute gestorben. Er steht hier ganz alleine und schießt auf das Gebäude. Keiner hält ihn auf. 2 Schaden macht er pro Schuss. 2 bis 4 Schaden. Super. Und nur noch 9 Tage. Ach, das wird doch alles nichts. Now serves you better. Sehr gut. Überall diese Dinge aus dem Boden geschossen. Kiste der Toten. Was macht er hier? Going home. Verstehe. Ah, da kommen wieder so ein 4er-Trupp. Idioten. Stehen vom Turm, laufen weg, ey. Das ist der Wahnsinn. Leute, Leute, Leute. Und er ist jetzt tot. Ah, nee, doch nicht. Er kann einfach hier unbehelligt viele Leute schießen. Und kriegt dann selbst Angst. Wunderbar. Wunderbärchen. Was kann man denn noch bauen? Was gibt's denn noch an Geld? Oder wie viel Gold habe ich denn noch? Was kann ich mir... Tempel des Fervus. Ich kann mir das doch holen. Oh, super. Das ist in Kooperation miteinander. Das ist ja klasse. So. Aufi, ihr Gnomlinge. Baut mir das. Ich habe nur noch 7 Tage Zeit. Wird eh nix. Ich streck mich so lang mal. Huha.